Fisch. Oh. Alter. Wo lag der denn hier vorne? Vor den Füßen hier in den Stein. Okay. Zack. Boah, komm auch rein. Echt? Oh, ey, der ist gar nicht schlecht. Boah, das war der. Heute wird gejiggt. Wir haben uns 6 Zanderruten bestellt und werden alle 6 Routen fischen, intensiv fischen, vielleicht auch ein bisschen vergleichen und vor allem mal rausstellen, welche von denen kann eigentlich was beim Gummifischangeln. Denn das mit dem Gummifisch ist ja so, man hat da durchaus beim Zanderangeln verschiedene Einsatzgebiete, mal größere Köder, mal kleinere, mal schwere, mal leichtere Bleiköpfe. Und da probieren wir 6 konkrete Routen einmal aus, damit ihr dann auch wisst, wofür sind die eigentlich ganz genau geeignet. Ne? Genau, dazu sind wir heute nach Holland gefahren. Da haben wir viele verschiedene Gewässer in einem kleinen Umkreis zur Verfügung. Gewässer mit bisschen mehr Strömung, mit bisschen weniger Strömung, dass wir auch unterschiedliche Köder fischen können. Und ich denke, da können die Routen gut zeigen, was sie können. Genau. Vielleicht ganz kurz, wir teilen das jetzt auch einfach so ein. Zufällig liegen die jetzt hier 3-3. Also ganz kurze Übersicht. Ich habe hier eine Bullseye Jig Whip, dann habe ich eine Balsa Shirazu Zander und eine Westin W6 Power Tees. Und du hast? Ich habe hier eine Sportex Karat GTS, eine Diver Arity und eine Peak Jig 1 von Zack Fishing. Oh. Ich denke, das sind so relativ populäre Zanderrouten, die ganz viel auch gefischt werden oder die sich der eine oder andere schon mal angeschaut hat und die vielleicht brauchen könnte. Ob er sie braucht, das zeigen wir hoffentlich dann heute. Wir tauschen noch mal ein bisschen und vergleichen das einfach. Heute haben wir Vorteil, wir können mal wieder zusammen fischen, sonst muss immer einer von uns Kamera machen, der andere fischt. Dafür haben wir heute Hilfe, deswegen können wir jetzt mal zu zweit fischen. Ja. Team Dose greift an und gönnt sich jetzt mal direkt einen großen Zander, oder? Wir werden sehen. Okay, dann los, ab ans los Wasser. Los geht's. Ich habe jetzt zuerst die Bullseye Jig Whip montiert. Die ist 2,55 lang, hat 30 bis 60 Gramm Wurfgewicht. Ziemlich schlank aufgebaut insgesamt. Also wir haben hinten einen Splitgriff, EVA, hochwertige Fuji-Komponenten dran, dann die L-Ringe bis der dritte. Danach werden die etwas dichter, sind die dichter dran am Blank. Schön schlank getapert und wenn ich die Rute so in die Hand nehme, ist das so eine Sonderlänge, 2,55. Aber das ist, glaube ich, ganz angenehm zum Jiggen. Dann merke ich schon, also dass die Spitze relativ fein ist. Also die ist schon für eine Rute mit 60 Gramm Wurfgewicht, würde ich etwas härter erwarten. Ich persönlich finde es ja so gut zum Zanderjiggen, da hat man ein gutes Gefühl. Also sehr schnelle Aktion, totales Fast Taper, Spitzenaktion auch. Und nach vorne hin wird sie doch, finde ich eigentlich recht schlank fein so. Das macht also insgesamt schon mal einen sehr guten Eindruck. Einen Hakenhalter habe ich allerdings hier nicht dran. Du hast aber einen dran. Ich habe einen, genau. Das ist so ein abnehmbarer Hakenhalter an der Zack Peak Jig 1, die ich mir jetzt als erstes geschnappt habe. Vom ersten Eindruck, größere Ringe wirkt etwas robuster. Ja. So vom ersten Eindruck. 2,70 Meter Länge, also etwas länger. Und ein Wurfgewicht von 15 bis 50 Gramm. So ein klassisches Zander-Wurfgewicht, ne, was man so kennt. Ich muss ja sagen, lange waren mir 2,70 Meter, waren mir die Ruten irgendwie zu lang. Mittlerweile finde ich super länger, weil die Ruten einfach auch handlicher und leichter geworden sind. Früher waren die da schnell etwas kopflastiger. Liegt gut in der Hand. Durchgehender EVA-Griff finde ich eigentlich ganz schick. Rollenhalter mit diesen Aussparungen lässt sich gut anfassen. Genau. Und wobei man bei der Peak Jig sagen muss, die gibt es auch mit Kork. Identische Route, aber mit Korkgriff gibt es auch als Modell. Kostet, glaube ich, dann 10er mehr. Ja. Aber gibt es auch für die, die das lieber mögen. Geschmackssache, ne? Weiß ich nur ganz zufällig. Ja. Okay. Ja. Ansonsten straffer Blank, Spitzenaktion, klassische Zanderroute. Das, was sein soll, als was sie ausgeschrieben ist. Ja. Und bin gespannt auf den ersten Wurf. Okay, was hast du dran? 14, 15 Gramm so, ne? 14? 10 Gramm. 10 hast du. 10 Gramm. Ich habe 15 genommen, 14. Ja. Okay, könnte 14, ein bisschen 10. leicht sein, muss ich ausprobieren. Ein bisschen Strömung hier, aber etwa gleiche Gewichtslage. Schauen wir mal, wie die sich so jiggen lassen, ne? Also auf jeden ob Fall. Die mit dem Gewicht klarkommen. Okay, klar. Gut. Machen wir mal die ersten Würfe.
Manchmal ist es ja auch so, wenn man zu leicht fischt im Strom, hast du keine Kontrolle, dann weißt du nicht, wann ist der Köder und das merkst du nicht mehr so richtig. Und dann schleift er über den Boden und der hängt dann 100% sofort fest. Okay, also die Jig Whip, man merkt schon ganz klar, die sensible Spitze überträgt jedes Auftreffen vom Gummi am Boden. Also hier ist der Boden auch relativ fest, ist natürlich immer gut, aber also jedes Mal, wenn der unten aufdotzt, dann merkt man es. Man merkt es im Handgelenk, sieht es aber auch oben an der Spitze, wie die zurückfedert. Das ist natürlich, so soll es sein bei einer Zanderroute, ganz wichtig. Und ich gehe davon aus, bei der Spitze hier wird das auch noch mit leichteren Ködern gehen. Das können wir gleich mal probieren, mit 10 oder mit 7 Gramm. Also ich habe jetzt einen 10 Gramm Kopf montiert. Wurfgewicht ist ja angegeben mit 15 bis 50 Gramm. Ist auch fast schon Untergrenze, würde ich sagen. Also ja. Man merkt es wohl noch, was aber schon zurückhaltend ist, ist diese optische Rückmeldung in der Spitze, wenn der Köder abgesunken ist. Gut, was die Wurfgewichtsangaben angeht, ist immer schwierig, finde ich. Also bei der hier zum Beispiel 30 bis 60 Gramm, wenn man das jetzt so interpretiert, dass man damit nur Köder zwischen 30 und 60 Gramm werfen sollte, dann ist das eigentlich total daneben, weil die kann deutlich größeres Spektrum und auch nach unten. Ich mache das jetzt mal einen schlankeren, leichteren Köder, ja. Weil mit 15 Gramm und dem kleinen Gummi komme ich nicht auf 30 Gramm Ködergewicht. Das hier ist sehr gut zu handhaben. Das geht sogar noch leichter. Die ist sehr sensibel, sehr schön eigentlich. Die Angabe, na, das ist immer eher so ein Richtwert für die Angler, dass sie wissen, wo es so ungefähr hingeht. Ja. Ne? Aber so richtig deckt das Köderspektrum jetzt nicht ab. Deswegen gehe ich jetzt einmal leichter mit einem 10 Gramm Kopf, weil das möchte ich jetzt mal sehen. Du gehst runter, ich gehe ein Stück hoch. Ja. Ich traue der Jig Whip ja durchaus zu, eine sehr sensible Zanderroute zu sein. Deswegen, das ist so ein Standardgummifisch, 15 Gramm Blei und das hat er hier 12, 13 cm. Und ich gehe jetzt mal deutlich leichter, mache jetzt einen No-Action-Shad dran und einen 10, wenn ich sowas hier habe, 10 Gramm Kopf. Also eine ganze Spur leichter einmal. Müssen wir aufpassen, dass man die einmal nicht runterfällt. So. Und ich gehe jede Wette ein, dass die Route das auf jeden Fall sehr gut meistern wird gleich. Ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ja ein Freund vom leichten Angeln insgesamt. Ich mag ja auch gerne mit so 5 oder 7 Gramm Köpfen auf Zander angeln. Oh, jetzt kommen noch Jetskis dazu. Und das sollte auf jeden Fall funktionieren. Gucken wir mal gleich. So, mein 10 Gramm bebleiter Köder, den schmeiße ich da mal so ganz leicht Strom auf. Läuft also richtig harter Strom nach links gerade. Und dann gucken wir mal, ob wir damit in diesem vorderen Bereich auch zurechtkommen, was die Route dazu sagt. Aber die Route zeigt das auf jeden Fall an. Also im Bereich nach unten mit leichteren Bleiköpfen, leichteren Ködern immer noch, oder was heißt immer noch? Ich glaube, das ist sogar ein Vorteil von dieser Route hier. Sehr sensible Spitze für eine Zanderroute, gefällt mir. Aber nicht weich, also das kann man nicht sagen. Das ist nicht so wie sich so eine Dropshot-Route vorstellt, die so total einknickt, gar nicht. Blank ist sehr giftig, straff, sondern einfach, ja, sensibel, ne? Sehr gut. Ich habe also gleichzeitig auch meinen Köder mal gewechselt, bin von dem 10 Gramm Kopf auf ein Modell mit 18 Gramm gegangen, also deutlich nach oben, weil ich hier diese ziemlich tiefe, hart durchströmte Kuhle mal ausfischen möchte. Das war mit dem 10 Gramm Kopf nicht ganz ideal. Gummiköder mit großem Schaufelschwanz, also viel Widerstand. Da kommt jetzt ordentlich was zu auf die Route. Und ich mache einfach mal den Wurf ungefähr an den Beginn dieser Strömungszone und lasse den einfach mal abfallen. Also es ist noch relativ flach. Zack, bin ich unten. Zack, sind wir unten. Ich brauche also gar nicht viel Schnur einholen. Die Strömung macht einfach meine Arbeit. Und ja, wie ihr seht, 18 Gramm mit großem Schaufelschwanz und die Route steht immer noch, oh, da war eine Grundel oder so, steht immer noch ziemlich gerade, wie eine 1. Also da ist schon viel Power dahinter. Und ich würde sagen, ist so ziemlich so, dass die Wohlfühlzone der Peak Jig. Also keine ganz leichten Köder. Gerne etwas größer, viel Druck. Und selbst wenn ich hier anjigge, seht ihr, die macht da super mit. Kann ich alles top bewegen. Jetzt bin ich schon wieder vorne angelangt hier. Kann das hier langsam hochfischen.
Also viel Strömung, etwas mehr Gewicht, Köder mit viel Widerstand, gar kein Problem für die Zec. Also wenn ich mir vorstelle, an Gewässern wie dem Rhein oder der Elbe mit viel Strömung und viel Druck auf die Rutenspitze, das passt schon gut zusammen. Kann ich mir die Route sehr gut vorstellen. Ich hatte jetzt den ersten Biss gerade mit meinem No Action Shad 15 Gramm Kopf. Ganz, ganz weit draußen, also ich habe wirklich weit rausgepfeffert und den im Strom rumdriften lassen. Das ist eigentlich die schwierigste Disziplin. Dann läuft er so rum, dann kommt der Strom, geht in den Schnurbauch rein und man spürt wirklich nur noch ganz, ganz wenig, wann der Kopf unten aufkommt. Mit der Route aber wirklich, das war noch sehr gut zu spüren. Bin immer so ein klein bisschen nachgegangen und da fällt so eine kleine Kante ab und unten an der Kante hat er einmal so drauf gepickt. Ne? Also für mittags bei Sonne ist das jetzt typisch, dass der Zander, also vom bisher, das kann man schwer sagen, aber an der Farbe sieht man das jetzt auch nicht so gut. Ein kleiner Zander, bis war jetzt nicht besonders hart, also aber gut zu merken. Also Distanz waren jetzt bestimmt 50 Meter oder sowas, das was eine Zanderroute soll, ne? Solche Sachen signalisieren, weil man weiß, da hinten, da stehen Fische, das fische ich jetzt noch ein paar Mal nach, vielleicht treffe ich den noch mal oder stehen zwei, drei mehr oder man kommt zu einer anderen Zeit dann wieder. Verpasst man so einen Biss, merkt das gar nicht erst, hat man eben das Problem beim Zanderangeln, dann weiß man nichts, denkt sich, ach, da waren keine Fische. Irgendwann im Laufe des Abends merkt man Bissspuren im Köder, aber ich weiß nicht woher und das ist immer etwas ungünstig. Also je mehr man da spürt, desto besser und das war ein ganz eindeutiger Biss da hinten. Ja, guter Job. Also doch, Zanderchen. Jawohl, sehr schön. Sauber. Gerade den Köder gewechselt auf den Chartreusen. Ja, Reller, ne? Das Wasser ist schon sehr trüb hier. Ja. Soll ich runtergehen? Ja, wenn du so, schon bist, gerne. Paff, paff. Jo. Prima. Besten Dank. Okay, jetzt erzähl mal, also 35er, 38er Zander. 38er Zander, bis voll durchgekommen. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe auf einen 10 Gramm Kopf gewechselt am 3-0er Haken und einen Köder genommen, der ja relativ viel Aktion hat, so ein Shaker von Lanka City und habe den da unten, also an gespannter Schnur, ganz langsam absinken lassen. Dann hat es Puff gemacht, klassischer Zander-Talk, kam voll durch an der Zec-Route. Jo, kleines Zanderchen, ups, ganz spitz gebissen, zack, gelöst an der Peak-Jig. Kommt mal schnell wieder zurück. Ja, aber guter Start in den Tag. Und ich finde ja auch ja, eine der kräftigeren Routen. Sehr straffer Blank, aber da kommen die Bisse natürlich toll durch an gestreckter Schnur, an gestraffter Schnur. Super Sache. 10 Gramm in dem Fall würde ich sagen schon fast so der untere Köderbereich, den man mit der Peak Jig fischen sollte. Was sie dann nicht mehr hat, ist diese optische Rückmeldung in der Spitze, dass die wirklich etwas nachgibt. Das kommt erst ab so 12, 14 Gramm durch, aber mit bisschen Strömung. Oh, Biss gehabt. Ja? Ja. Klappt das also ganz gut. Macht Spaß. Okay, aber vielleicht hier schon mal direkt ein kleiner Unterschied. Ich habe jetzt bei der Bullseye, bin noch runtergegangen auf 7 Gramm Blei. Ja. Und da merkst du noch in der Spitze die Absinkphasen, es federt die Spitze noch ein bisschen zurück. Ja. Also bei 10 Gramm war es schon gut, bei 7 ist es immer noch gut. Also sie ist etwas sensibler dann als die Zec-Jig.
Wie heißt die Jig? Peak Jig. Peak Jig. Peak Jig. Also ein bisschen. Ist hier mehr vorne in der Spitze drin. Genau. Ne? Wahrscheinlich dafür nach oben in etwas mehr Verlauf. Ja. Ne? Ja. Das können wir gleich mal ausprobieren, wenn wir wieder Richtung Strömung gehen. Aber hatten wir im ersten Platz hier auch schon so montiert, 15 Gramm. Genau. Ja, wunderbar. Dann fischen wir mal weiter, wenn ich hier einen ordentlichen Stand mal erwischt habe. Oh, Fisch. Boah, den habe ich gesehen. Ab. No. Alter, das war aber ein Hecht. Den habe ich kaum gesehen. Also ein bisschen in der Route. Jetzt habe ich den Hänger. Nein. Naja, ein Hecht. Kann man dir vorbei da? Ja. Zu lösen. Also gerade einen großen Fisch dran gehabt unter der Brücke. Aber das war ein Hecht, aber war ein richtig großer. Der hatte hier den Bleikopf zu fassen, voll die Macken im Bleikopf drin. Ja. Satter Biss, richtig wuff und drauf. Okay. Fisch. Da ist er. Von Zander, oder? Ja. Sehr gut. Beim Leiern, ne? Oh, schön. Wie schwer hast du jetzt geangelt? 7 Gramm. 7 Gramm, ja. Oh ja. Schöner Zander. Oder? Okay, sehr schön. Jetzt hat mir die Whip Jig einen Fisch gebracht. Weiß schon okay heute, aber ein bisschen, ja, sind ein bisschen picky so, ne? Viele Fehlbisse. Und der hier, der kann sich doch schon sehen lassen für tagsüber. Ne? So Mitte 60er wahrscheinlich sowas. Ja. Oh, 263 so. Ich zeige euch auch gleich mal, worauf und wie ich den gefangen habe. Auch das war jetzt so ein bisschen. Im Prinzip die Route mitgekonnt, muss man auch mal sagen. Und ja, einen schönen Zander schon mal tagsüber gefangen. Sehr schön. Jetzt verrate ich euch noch mal den kleinen Trick, wie ich den Zander gefangen habe. Wir jiggen ja schon eine ganze Weile an der Brücke hier, beziehungsweise eine ganze Weile. Von da vorne haben wir schon mal geworfen. Und vor diesem ersten Brückenpfeiler, da liegt ein ganzer Haufen Schrott. Das ist oft so, das wird angetrieben und bleibt davor liegen. Also Steine, Holz, alles Mögliche. Wenn man da jiggt, hängt man da sofort drin. Haben wir auch ein paar Hänger gehabt. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach einen Gummi mit Aktion genommen. Hier den Cannibal Shad und einen 7 Gramm Kopf. Also ziemlich leicht, weil hier auch ein bisschen Strömung ist. Und habe den also geworfen. Absinken lassen und dann langsam, möglichst langsam eingeleiert. Der lief aber bestimmt einen halben Meter über Grund, also mindestens. Und dafür, um das zu machen, braucht man eine relativ feinfühlige Rute, weil sonst spürt man überhaupt nicht, ob der Köder gut läuft, wie tief man gerade ist und solche Sachen. Da darf die Rute gerade in der Spitze nicht zu hart sein. Und dafür war jetzt die Jig Whip wirklich gut. Hatte ich ja schon mal gesagt, also bei 10 Gramm ist sie gut, bei 7 Gramm ist sie aber auch beim Jiggen noch gut. Bei diesem Leiern, feines Leiern, ist sie auch sehr gut. Eine Technik, die oft unterschätzt wird, auch tagsüber, aber die Zander mögen schon gerne mal aus ihrem Zeug hochkommen und sich den Köder schnappen. Lieber, als wenn man dann da reinjiggt und drin hängt und rödelt und das Holz und alles bewegt sich nur und der Zander steht da drin und wird sozusagen von allen möglichen Gegenständen berührt, dann hat man den Platz schnell verbrannt. Lieber am Anfang ein paar Mal oben drüber leiern. Das hat hier jetzt ganz gut geklappt. Ja, dafür war die Route super. Okay, da hat sie hier einen Fisch gefangen. Ich würde sagen, ich schnapp mir gleich mal eine nächste. Ich habe jetzt gerade keine hier, aber ich schnapp mir gleich mal die nächste für den nächsten Angelplatz. Aber ich muss sagen, also die Bullseye hier macht sehr, sehr guten Job zum Zanderangeln. Das ist schon, ist natürlich auch gehobene Preisklasse, aber die ist schon wirklich multifunktional, zwischen 7, 6 Gramm Bleiköpfe geht auch noch, bis hin zu 20, alles kein Problem. Schöne Route, also ja, da habe ich nichts zu meckern. Spitze. Da, noch ein. Jo. Also ich bin immer noch am Knoten und Birger hat den nächsten Fisch. Wieder Zander? Kleiner, aber der gleiche Trick, geleiert. Ja. Einfach
oben drüber weggeleiert. Und das ist jetzt beim Leiern, also der zweite Biss. Und der Fisch hat den total tief inhaliert. Beim Jiggen hatte ich ja vorher auch schon 3 Stück, auch von dieser Größe Zander. Und die haben den nur angepickt und ich habe die Fische nicht gefangen. Ne? Mhm. Also dieses ganz langsame Leiern ist manchmal echt super gut. Boah, hat er den tief drin. Oh. Ist gut. Dann montiere ich jetzt auch mal einen leichten Kopf, 7 Gramm. Ich vermute, dass das für die Zeckrute jetzt etwas zu leicht sein wird, weil die eben in der Spitze doch straffer ist und klar kann man das fischen. Optimal wird es nicht sein, also von meinem Gefühl her eher die Rute für so ja, 10 Gramm, aber lieber 15, 20, gerne 25 Gramm, etwas größere Köder. Aber wir versuchen das mal. Geht ja bestimmt auch. Hi, jetzt nächster Spot. Auf geht's. Aber, wir hatten heute an jedem Spot mindestens ein Biss, ne? Selbst am ersten. Kurzen Anfasser nur, ganz kurz, aber eigentlich dafür, dass wir tagsüber bei Sonne, Knallsonne angeln, schon mal. Ja, man muss halt ein bisschen mehr suchen, Strecke machen, sich dann ab und zu mal ein Biss abholen. So. Und was haben wir jetzt? 3 Zander? Ja. Draußen mal gehabt. Insgesamt 4 Bisse und den Hecht drauf, also super schon. Ja. So. Gute Quote, würde ich sagen. Okay, gut. Dann suchen wir mal weiter. Ja. Nächste Brücke, oder wie sieht's aus? Kommt ja noch eine? Ja. Top, dann auf geht's. Ich würde sagen, drüben mal gucken, oder? Au! So schick. Der Boden ist glatt wie Seife. Ja, die immer braucht einfach die Knipex beim Angeln. Immer. Ja, genau, hol die Heckenschere raus. Also hier sind schon einige Leute mit dem Fahrrad hergefahren, aber nicht wieder zurück. Anscheinend. Ey, Sebastian, was hast du hier für eine Schnur drauf? Eine gute. 5 Kilo oder was ist das? Nee, mehr. Oh, sofort Biss. Ja? Sofort. Bisse kommen gut, ne, in der Route. Ja. Oh, richtig reingedonnert. Fisch. Was rein? Ja. Ja. Fisch, Fisch. Könnte ein Barsch sein oder ein kleiner Zander. Ein Zander. Ja, gut. Zanderchen. Bravo. Boah, sehr echt aufpassen mit den Schritten hier. Hast du den weggeleiert oder hast du den gejiggt? Den habe ich gejiggt tatsächlich. So, zack. Kleiner Zander. An der Jig Whip. Nein, ist reingefallen. Eine Jig Whip. Ja, macht Laune. Auf jeden Fall feiner. Etwas in der Spitze. Der schönste Angelplatz, aber wenn es Fisch bringt, egal. Ich habe mir jetzt die Westin Power Tees geschnappt. 2,50 Meter lang, 14 bis 49 Gramm Wurfgewicht. Für Westin die W6-Serie, typisch dieser dunkelrote Blank. Der sieht ja immer ganz schick aus mit den
Zierwicklungen, die sind auch so in diesem Rot gehalten. Also ja, die fällt mir optisch eigentlich schon mal sehr, sehr gut. Ist ein bisschen auffälliger als jede andere Route, die einfach nur schwarz sind. Hat immer relativ kleine Beringung, diese L-Ringe, die untersten auch. Und ist insgesamt, wenn ich das jetzt mal direkt mit der Bullseye vergleiche, deutlich straffer. Also hier haben wir ein Wurfgewicht nur bis 49 Gramm. Die Bullseye hat ja bis 60 Gramm. Und man merkt schon einen deutlichen Unterschied. Die Route ist also um einiges strammer, sage ich mal. Die Aktion vom Taper her ist sie gar nicht so viel verschieden. Das heißt insgesamt, würde ich sagen, härter, aber genauso super schnell, super straff und auch eine ganz deutliche Spitzenaktion. Also man hat da auf jeden Fall vorne in der Spitze spielt die Musik. Ich würde mal davon ausgehen, bei dieser Route geht es los mit so 10 Gramm Köpfen und solchen Ködern. Ich habe jetzt hier auch klar dann von Westin Manchettis rangehängt, weil gucken wir mal, ob das auch matcht, ja, der Köder zu der Route. Und so 14, 15, 17, 20, 21 Gramm, das wird wahrscheinlich das ideale Einsatzgebiet für diese Route sein, schätze ich mal. Wir probieren das aus. Und gerade an unserem nächsten Platz haben wir jetzt gar keine Strömung. Also es war ein bisschen tiefer hier, aber null Strömung aktuell. Das heißt, ich fische mal ein bisschen leichter, fange mit 7 an, mit dem 12er-Shad und arbeite mich dann ein bisschen hoch und probiere mal ein paar Bleiköpfe aus mit der Route, würde ich sagen. Okay, so beim Werfen merkt man schon direkt, da ist richtig Saft im Blank drin. Also die kann auf jeden Fall... Die ist etwas kräftiger, die merkst du schon. Noch ein bisschen wahrscheinlich größere Köder vertragen noch. Schauen wir mal, wie sie mit 7 Gramm sich schlägt. Das ist natürlich schwierig für die Route. Das ist nicht das, was da angegeben ist. Die ist ja erst mit 14 Gramm angegeben, also eigentlich ein bisschen straffer. Aber wenn der Blank gut ist, das Material gut ist, gut getapert, dann kann man auch deutlich leichter fischen und kommt vernünftig zurecht. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Und finde ich gut. Also man sieht jetzt sogar an der Spitze, wenn der Köder unten ankommt, wie sie leicht entspannt. Tipp. Tipp. Ja, macht sie. Also. Ja, super. Ja, da passt schon. Hier ist auch sehr harter Boden. Oh, was war das hier? Okay, da hatte ich einen Nachläufer. Staubwolke vor den Füßen noch. Hinterm Köder. Ja, das passt jetzt ganz gut. Der Platz ist groß, also so eine Kurve hier, die ist relativ weiträumig, auch hier tief. Das spült hier immer, wenn der Strom läuft, spült das hier tief aus. Und mit dem 7 Gramm Kopf komme ich jetzt so, ich sag mal, kann ich den halben Platz befischen. Da kann ich gleich nochmal schwerer angeln, 14 Gramm oder so, und weiter werfen auch. Und da ist die Route jetzt hier natürlich dann gut. Brauche ich bloß Köder umhängen, die macht das. Mit 14 Gramm wird das für die also überhaupt kein Thema sein. Schätze ich mal. Auch ich habe mir für den Abend mal eine andere Route geschnappt aus unserer Auswahl, und zwar die Arity von Diver. Ist 2,40 Meter lang, also eine der kürzeren Routen aus der Auswahl, und hat ein Wurfgewicht von 14 bis 42 Gramm, also auf dem Papier auf jeden Fall eine der leichteren auch. Ja, vom Blank fällt mir auf jeden Fall sofort auf, nachdem ich ja zuvor die Zec gefischt habe. Weicher, die Aktion nicht ganz so spitzenbetont, also eher semi-parabolisch. Und ja, die Beringung etwas schlanker, nicht super schlank wie bei der Bullseye, aber etwas schlanker. Griff ist hier nur so eine ganz kurze Aussparung, und der ist hier noch ein bisschen eckig gearbeitet. Mal was ganz anderes, fasst sich eigentlich ganz gut an. Ansonsten der Rollenhalter hier integriert in den Griff vorne, fasst sich also ganz gut an. Was ich gut finde, ist auch der Hakenhalter, der fest montiert ist. Gefällt mir persönlich besser als die abnehmbaren Varianten. Und ja, Farbkombi, Schwarz-Gold, super schick. Ich habe eben schon mal geworfen mit der Route. Was ich schon sagen kann, ist, ich glaube, sie wirft nicht ganz so weit wie die Zec. Die ist da etwas ja, schneller und ja, etwas garstiger im Wurf. Damit kann man wirklich schon weit feuern. Dafür eben ein bisschen feinfühliger. Ich habe jetzt 7 Gramm montiert, einen 7 Gramm Kopf, und komme mit dem etwas besser zurecht als mit der Zec, die ja insgesamt ein bisschen ja, kräftiger aufgestellt ist. Viel Strömung haben wir jetzt nicht. Merkt den Köder super auftreffen auf dem Grund.
Zack, ist er wieder unten. Zack, wieder. Wir sind wieder am Wasser, heute bei 30 Grad und Sonne mit unseren Zanderrouten. Wir haben ja noch ein paar Routen zu testen auf jeden Fall. Und das machen wir jetzt bei besten Zanderbedingungen, oder? Ja, traumhaft. Also bei mir ist gestern Abend leider nicht mehr so viel gelaufen. Du hast ja noch einen schönen Zander gefangen im Dunkeln und deswegen bleibe ich erstmal bei meiner Diver Arity. Genau. Du hast aber schon mal die Route. Ich habe rummontiert und zwar habe ich die Balsa Shirazu Zander genommen. Die ist 2,70, hat 19 bis 53 Gramm Wurfgewicht, also eigentlich genau das gleiche Wurfgewicht wie die Westin Power Tees. Aber ich merke schon, wenn ich sie in die Hand nehme, die Aktion ist doch deutlich weicher und die Aktion auch anders, also so mehr Richtung Semi-Parabolik, nicht so straff, nicht so brettig, ein klein bisschen verschieden. Also die Angaben fast identisch, aber die Routen fallen völlig verschieden aus. Das ist ja ganz oft so. Ne? Okay, aber egal, ich werde damit fischen, dann schauen wir mal. Wir sind wieder am Wasser. Es ist keine Strömung, wie ich gerade sehe. Ich dachte, es wäre mehr, aber das Wasser ist höher. Das heißt, es kann sein, dass wieder so geleierte Köder gut gehen. Ja. Und dafür ist so eine Route, die jetzt nicht so ganz garstig, straffe Spitzenaktion hat, vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen habe ich sie mal gleich montiert und dann probieren wir mal aus. Ja. So würde ich die Route auch einordnen. Nach meinem ersten Eindruck von der Arity, also etwas gutmütiger, nicht so super straff. Ja. Passt vielleicht ganz gut zu den leichten Köpfen und dem Einleiern. 7 Gramm habe ich jetzt hier montiert, du glaube ich auch was in der Richtung. Ja, 7, ja. Und trübes Wasser, das könnte heute trübes Wasser brauchen wir. Ganz gut sein bei dem Wetter. Wer zandangeln will bei Sonne, entweder trübes Wasser oder viel Strömung oder tief. Also diese Sachen, tief mag ich nicht, deswegen nehmen wir trübes Wasser. Jo, dann. Was geht's? Gehen wir mal hier vorne links, rechts rein. Ich glaube, es wird gleich relativ tief hier. Das ist nur, dass wir gerade ein bisschen Fächern werfen können in diesen Schilftunnel hier. Und dann schauen wir mal, ne? Gut. Donnert, ey. Ho, ho, ho. Ja, nicht mal ein großer. Aber ein Zander. Ja. Naja. Okay, sehr schön. Ich komme mal dichter. Erster Fisch heute. Mit der Balsa Shirazu Zander. Und ich habe das gemacht, was für die Route vielleicht eine der besseren Disziplinen ist, einfach langsam eingeleiert. Warum, kann ich gleich nochmal erklären. Hier ist erstmal der Fisch. Für die Bedingungen bei der Knallsonne super. Okay, kleiner Fisch, der darf natürlich in Holland eine Runde spielen. Boah, ich wusste es. Jetzt steht er hier vorne. Ah, im Sommer sind sie immer richtig fidel, ey. Der war schon so unter Spannung. Und wenn man die dann so ganz vorsichtig reinsetzt, dann
kriegt man immer eine Dusche. Sei es ihm gegönnt. Ja, sehr schön. Okay, was habe ich gerade gemacht? Ich hatte das ja vorab schon mir gedacht. Also die Route hier, die Zanderroute, die ist also deutlich weniger getapert als zum Beispiel die Bullseye oder die Diver Arity oder die auch die von Westin, die Power Tees. Was heißt das? Das heißt, der Blank ist nicht so stark verjüngt nach vorne hin. Also der fängt hier zwar schön schmal an, wird aber zur Spitze hin nicht so richtig dünn. Also da sind die anderen Routen in der Spitze, das könnte man wahrscheinlich auch messen, deutlich dünner. Das heißt, die Route behält also ihren Durchmesser bis zur Spitze nicht bei, aber er wird deutlich weniger schmal als bei den anderen Routen. Daraus resultiert dann immer, dass die Route also, die Aktion ist etwas durchgehender, so ein bisschen semi-parabolik und nicht so ganz spitzenbetont. Also ich bin da ganz ehrlich, für das Jiggen, nur Jiggen, ja, da ist dieses Spitzenbetonte schon im Vorteil. Das ist, ja, das muss man einfach so sagen. Aber für das, was ich gerade gemacht habe, also Gummifische langsam einleiern fürs Wobblerangeln, aber auch für etwas größere Köder, die also mehr Wasserwiderstand haben, da braucht man wiederum eine Spitze, die ein klein bisschen mehr drin hat einfach, ohne dabei allerdings zu hart zu werden. Man könnte ja einfach eine härtere Route nehmen für einen großen Köder, aber dann wird das mit den Bissen verwerten oder auch mit dem Angeln insgesamt blöder. Da kann man so einen Taper dann nehmen. Also wer mehr 20 Gramm Bleiköpfe angelt, 15, 20, 25 oder sogar noch etwas größere Köder dazu für Zander, der ist mit der Shirazu hier eigentlich gut aufgehoben. Also ich mache das erstmal so weiter, weil das Leiern war natürlich auch super damit. Jetzt komme ich gerade mit der Länge 270 schön vors Schilf und konnte den Köder dann einfach, ich habe dann immer so ein bisschen gejiggt, aber große Strecken einfach geleiert, mal immer mal so 15 Meter einfach konstant den eingeleiert und dabei hat der Zander den auch genommen. Hatten wir ja gestern schon mal das Thema, das mögen die also oft ganz gerne und ja, dafür passt die Route eigentlich gut so, finde ich. Ne? Okay, die Verjüngung der Route, die zeigen wir jetzt mal, weil Sebastian ja gerade die Diver Arity montiert hat und hat die gerade hier stehen. Dann können wir das einmal, oh, Schleppangler, witzig. Also dann können wir das einmal zeigen. Man sieht das, wenn man also an der Route entlang schaut, die beide nebeneinander hält. Ich halte jetzt mal absichtlich die Spitzen vorne nebeneinander. Dann sieht man, dass die hier unten etwa gleich dick starten, aber zur Spitze hin wird die Diver also deutlich feiner, dünner, ne, als die Balzer. Route macht natürlich jetzt auch ein bisschen die Beringung aus, aber auch das ist so eine Sache beim Routenbau, wenn man so eine wirklich feine Spitzenaktion haben möchte, viel Gefühl vorne in der Spitze, dann dürfen die Spitzenringe, die obersten Ringe nicht zu groß sein. Die sind hier deutlich größer bei der Balze als bei der Diver-Route. Für weite Würfe ist es natürlich besser, klar, oder für so Knoten einkurbeln und so Zeugs, aber für das Ködergefühl ist dann besser, wenn die Ringe sich deutlich verjüngen und kleiner werden. Aber also die zwei Sachen sind bei den beiden Routen zum Beispiel jetzt deutlich unterschiedlich auf jeden Fall. Gefunden. Ich habe gerade seinen Köder fliegen sehen. Fisch? Er hat Fisch. Ich bin mal eine Lücke weitergelaufen, es war mir zu eng da hinten und habe einen schönen Biss bekommen an der Diver von dem kleinen, von dem kleinen Zanderchen hier. Voll eingesaugt, den Gummiköder 7 Gramm Kopf. Der war tatsächlich gejiggt, nicht geleiert. So, komplett verschwunden hier, der Gummi. 7 Gramm Kopf. Und jetzt haben wir leichte Strömung bekommen. Und trotz dem leichten Gewicht habe ich also noch super die Absinkphasen nachvollziehen können. Das Auftreffen hier auf dem Grund, kein Problem mit der Diver. 7 Gramm macht die locker mit. Ja, schöner Fisch. Hier über den Tag. Das läuft doch hier. Du
Durch den leichten 7 Gramm Kopf habe ich ja dadurch eine ganz super lange Absinkphase. Total gut, das, was man so haben will zum Zanderangeln. Und den kann ich mit der Diver super abfangen. Die Jungs haben gute Laune, Fische beißen, was will man mehr. So, lange Absinkphasen, die kann ich super gut abfangen mit der Rute. Und jetzt komme ich langsam in den Bereich, wo die Strömung von links sich meinen Köder greift und in die Schnur geht und die Absinkphase nochmal verlängert. Und was dann nicht immer funktioniert, ist, dass man mit den leichten Gewichten die Absinkphasen erkennt, weiß, wenn man eben den Grund erreicht hat, aber mit der Route gar kein Problem. Oh, Fisch. Oh, Alter. Wo lag der denn hier vorne? Vor den Füßen hier in den Stein. Krass. Ja, der hat wirklich Kier gebissen, ich habe ihn gesehen. Rutenspitze. Ja, dafür ist jetzt natürlich, sag ja, für die Balzerrute, die Zander, das ganz einfache Leiern. Super. Also, ja. Bleibst du hier? Okay. Zack. Boah, aber auch rein. Hey. Oh, ey, der ist gar nicht schlecht. Boah, was bei Alter. Wir stehen hier vorne in den Stein. Ja, der lag, drin, da, der lag daneben, ja. Der Kollege. Ja, manchmal ist das dann auf einmal so, ne? Dann stehen die Zander gestapelt. Wir mussten jetzt Alex auch ein bisschen durchs Gebüsch dafür. Und ja, da haben wir zwei Zander. Drei. Okay. Ja, ich komme mal rüber zu dir, wenn ich den Kollegen habe. Nochmal Platz. So. Ja, war es eine Minute später vielleicht. Der zweite Zander. Auf den Gummi wieder 7 Gramm Kopf. Auch geleiert. Ich würde sagen, die Arity kann beides. Gut zum Jiggen, gut zum Leiern. Macht sie beides gut. Ja, top Sache. Okay, mein Zander ist schon wieder auf dem Weg. Und der Sebastians. Schon, meiner ist befreit. Auch. Vom Haken. Ja, schöne Fische und erstaunlich flach für die Bedingungen. Also, meinen habe ich beim Biss gesehen. Ich glaube, deiner war auch nicht viel tiefer. Nee, also ich habe, während du gedrillt hast oder gelandet, mal so ein Juxwurf gemacht, der genauso ging, dieselbe Spur, und da stand halt noch einer dabei. Ja. Und ja. Das sind die, die wir normalerweise, wir gehen ja normal viel Barschangeln, die wir immer auf die Twitch-Wobbler in den Steinschüttungen beim Barschangeln fangen mit dem Wobbler. Das ist ja auch dafür guter Crankbaits oder so, ist das natürlich super. Das machen wir heute eigentlich gar nicht, weil wir wollen ja Zander angeln mit Gummi und die Jig-Routen testen, deswegen haben wir die. Aber trotzdem kann man die Fische fangen. Man darf dann nur nicht immer darauf beharren, 15 Gramm, 20 Gramm Bleikopf raus, so tief wie möglich, baff, 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 hart jiggen, sondern man muss dann auch ein bisschen mal improvisieren, leiern, mal ein bisschen flacher angeln, ein bisschen die Steinschüttung ausfischen. Und dann klappt das alles. Alter, ich habe eine Million Mücken auf dem Kopf, die da durch dieses Ding pieken, wie brutal. Ich kann richtige Mützen empfehlen. Also, es geht gut. Okay, ich habe aber Antibomben dabei. Ja, angeln wir noch mal ein bisschen weiter, ne? Geil. Fisch. Jo. Aha. Ich wusste, dass er auf dem Tisch steht. Anruf und Zander. Oje. Aber der war auch vor den Füßen wieder, ne? Ja, ja, ganz weit vorne. Lag hier vor dem Schilf eigentlich. Tada! Ja, cool. Sehr schön. Also gleiche Nummer wie eben, den habe ich jetzt ganz langsam frontal auf mich zugejickt, so fallen lassen, und da kam er. Top. Schöne Größen jetzt auch. Ganz knapp gehangen. Ja. Der nächste Zander. Neuer Angelplatz, neue Angelroute. Ich habe mir die Sportex Karat GTS geschnappt. Das ist ja schon eine Route, die sich schon anhört wie ein Sportwagen.
Und ich muss auch sagen, allein schon optisch unterscheidet sich die Rute deutlich von den anderen. Hat also keinen EVA-Griff, sondern hier ein Vollcarbon-Griffstück unten. Das hört man also auch, wenn man draufklopft. Fasst sich total gut an eigentlich. Ist hier hinten raus so ein bisschen verdickt. Und ja, sieht total spacig aus. Zu den Daten, die Route ist 2,70 Meter lang, also auch eine von den längeren. Und ist die 40 Gramm Version. Sportex gibt ja immer noch einen Toleranzbereich an, die Routen so haben. Der liegt hierbei bei 17 bis 53 Gramm und sollte damit super passen für das, was wir hier vorhaben. Zander jiggen. Ich habe immer noch den 7 Gramm Kopf montiert von den Fischen, die wir eben gefangen haben. Und mache jetzt mal ein paar Würfe. Bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall sehr leicht. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, der Blank ist ein T1100 Carbon Blank, also das hochverdichtetste, was Sportex zu bieten hat. Den kenne ich schon von anderen Routenmodellen und weiß, dass der ganz gut ist. Ist super schnell, gibt super viel Rückmeldung und hier haben wir wieder eine sehr ausgeprägte Spitzenaktion. Sollte sehr gut zum Jiggen funktionieren und das machen wir jetzt mal. Was mir bei den ersten Würfen jetzt schon aufgefallen ist, durch die Länge und den straffen Blank, natürlich sehr weite, aber auch sehr genaue Würfe möglich. Also das funktioniert hier richtig gut, so kleine Ecken anzupeilen. Und 270 mit einem leichten und straffen Blank bietet natürlich sehr gute Köderkontrolle. Ich habe jetzt hier Schilf vor mir, ein bisschen Strömung da vorne. Kann den Köder aber super dirigieren und genau da halten, wo ich ihn auch haben will. In den kleinen Rückströmungen hinter den Pollern oder jetzt, wie jetzt in diesem Moment, an der kleinen Kante, die da vorne kommt. Schön lange absinken lassen. Spitze anheben, damit der Köder noch etwas langsamer fällt. Und das ist schon echt gut. Da braucht man die Länge auch. Gerade jetzt hier komme ich über die Stängel hinaus vorne. Zack, aber es ist wohl kein Fisch da. Habe jetzt schon 10, 15 Würfe gemacht hier. Werden vielleicht gleich mal weiterziehen. Kessel? Ja. Aber eigentlich ein Barsch, oder? Fisch aus dem Kessel. Kein schlechter, oder? Eigentlich ein Barsch. Oder ein Hecht. Aber dafür kämpft er eigentlich viel zu doll. Ein Barsch. Alter. Ich habe den mal ganz schnell geschnappt jetzt, weil der war jetzt locker hängen war jetzt untertrieben. Ein Riesenbarsch. Ja. Wenn ihr gleich seht, wo der Haken, da ist er schon draußen. Wusste ich. Oh Gott, war das knapp. Ja, super, ey. Ich kann mich mal ein bisschen rumdrehen mit der Sonne, sieht das vielleicht schick aus. Ne? So. Okay, also der hat jetzt an Krautfeld gebissen, am Rand vom Krautfeld ist er drauf gebrezelt. Im Flachen. Und hat unheimlich viele schwarze Punkte, diese. An welcher Route, Berger? Das ist die Zeck, Jig. Die Zeck hast du dir geschnappt? Jig 1, ja, ich habe mir die Zeck mal geschnappt und ich wollte mal wissen, wie die so ist. Ist geil. Sehr schöne Route. Ja, super. Da, Besser. Das ist aber ein Zander. Oder? Oder?
Oh ja. Das ist weg in Laser, ey. So, okay, hey, schöner Zander. Jetzt abends werden Zander auch immer noch mal ein bisschen aktiver. Ich würde immer noch die Peak Jig dabei. Schöne Route, kann man nicht sagen. Echt, macht Spaß. Bisschen die Pfeffern da voll rein. Ja, aber bei so Zandern. Ja. Oh nein, nein, das war der Hecht schon wieder. Oh, oder? Ja. Oh, ich hatte den Hecht schon wieder dran. Hier, voll abfiletiert, den Grundköder. War der voll. Neu? Hä? War der neu? Ja. Oh, guck mal hier, ey, der ist richtig groß, der Hecht, ne? Das zweite Mal. Einmal Köder geklaut und jetzt war er gleich wieder dran. Wegfiletiert hier. Also hatte ich jetzt neu aus der Verpackung genommen oder mehr eingepackt und den Zander gerade drauf gefangen und dann noch jetzt gerade einen Fisch drauf und ich hatte auch nicht richtig reagiert. Ich dachte, ich hänge im Kraut, der hat sich nur so reingehängt, nicht richtig getockt und hab der nicht drauf gewämst. Das muss man schon machen, wenn nur ein Einzelhaken hat. Ja, Fisch. Fisch. Ja. Okay. Zanderchen. Ein Zander, aber ein kleinerer Zander als eben. Aber es ist einer. Ich habe gerade noch einen Biss gehabt und Sebastian auch. Und jetzt kommt der Zander. Ja, man merkt, wenn die Sonne geht, die Zander kommen. Also insgesamt muss man schon sagen, beißt heute wirklich gut. Da kommen doch ein paar Fische zusammen. Aber der ist noch zu klein für die Bratpfanne. Der darf zwei Runden noch schwimmen. Vielleicht noch ganz kurz ein kurzer Vergleich von den Routenmodellen. Ich habe nämlich gerade mal ein paar Würfel zwischendurch mit Sebastians Sportex Karat gemacht. Bei der ist mir aufgefallen, dass die auch wieder eine sehr ausgeprägte Spitzenaktion hat. Also ein ganz starkes Taper nach vorne hin und die Spitze, man sieht das auch, wenn man von hier gleich mal schaut beim Jiggen, die ist also vorne im vorderen Bereich sehr agil, gibt danach und man spürt schön die Gummifische unten aufkommen. Im Vergleich zum Beispiel zur Zec Peak Jig, die hat das eher nicht so viel. Also die ist da in der Spitze weniger stark verjüngt. Das ist schon ein Unterschied zwischen den Routen. Trotzdem, also bei der Zec Peak Jig ist der Blank toll, der ist sehr überträgt. Also wirklich schön alle möglichen Aktionen. Bisse, heute ein paar Fische mitgefangen. Das war jetzt auch echt, hat wirklich Spaß gemacht. Aber wie gesagt, da gibt es schon Unterschiede. Wir fischen jetzt einfach noch ein bisschen, natürlich heiß auf Angeln. Und morgen zeigen wir die noch mal so ein bisschen zusammenfassend, damit ihr genau wisst, welche Route wie ungefähr reagiert und ja, was einem auch gefällt. Das kann man dann entsprechend auswählen. Ne? Boah, Fisch. Fisch. Alter, ich stehe hier. Geträumt ist er da, aber. Jetzt kommen sie immer dichter hier vorne an die Steine. Das ist der Haken. Und was piekst mich da? Das war mein eigener Haken. Okay, die Zander werden jetzt aber nicht gerade größer gegen Abend. Der ist ja noch kleiner als der von eben. Es war eine ganze Weile Ruhe am Platz, obwohl echt die beste Zeit ist, schön dunkel. Aber vor allem waren die Zander weg. Und dann haben wir ein bisschen Routen hin und her getauscht. Huch. Und ich habe mir mal die Sportex
Karat geschnappt. Hat mal 5-6 Würfe gemacht. Sebastian hatte dann mal meine. Wir tauschen ja da die ganze Zeit so ein bisschen hin und her, damit jeder mal einen Eindruck von den Routen bekommt. Und da ist der Zander. Auf einmal ist er dran. Sind sie wieder da. Also die ziehen dann nachts ja auch ein bisschen durch die Gegend. So oder in der Dämmerung, wenn es dunkel ist. Und dann, ja, jetzt habe ich noch einen gefangen. Sehr schön. Schöner Biss auch, also dieser ultra hochmodulierte Blank, ey. Boah, da erschreckt man sich immer total, wenn die da reinpfeffern. Ein noch. Also jetzt sieht man ja gerade gar nichts mehr, es ist fast stockdunkel und es ist ein bisschen viel Wind aufgekommen auch. Ich weiß nicht, oder war das vorher schon da? Im Hellen merkt man das immer nicht so. Auf jeden Fall, ich sehe jetzt keine Schnur mehr und gar nichts. Das muss man sich natürlich aufs Gefühl der verlassen. Und die Sportex, die hat ja den extrem hochmodulierten T1100 Blank. Das ist das gleiche Material, das wir auch für unsere Predator Perch genommen haben. Und also das ist wirklich schön, was so diese feinen Bisse, Anstupser. Okay, Zander macht jetzt nicht so feine Bisse, aber gerade jetzt dieses Vibrieren vom Gummifisch oder leichte Grundkontakte, da ist das wirklich toll, weil das überträgt also wirklich jeden kleinsten Pick und Tick und alles, was da unten irgendwie so ist. Und da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, weil mit Gucken ist nicht mehr. Also da sieht man den Schnurbogen nicht, wann ist der Köder unten oder wird der abgedriftet oder irgendwas. Jetzt habe ich Kraut dran, merkt man sofort. Also das ist überhaupt kein Problem. Das klitzekleine Krautfähnchen an dem leichten Köder. Da muss man schon sagen, diese hochmodulierten Blanks, ich stehe da ja total drauf. Ich finde das gut. Also man muss schon merken, was da unten los ist. Das macht die Köderführung einfacher. Man spürt so ein bisschen mehr die ganze Umgebung, den Boden oder den Köder selbst, die Bisse. Und am Strich fängt man dann auch einen Fisch mehr. Wenn man da beim Angeln ein gutes Gefühl hat und nicht das Gefühl hat, ich eier hier irgendwo rum. Ich weiß gar nicht so richtig, was macht mein Köder. Ist der unten, ist der nicht unten? Läuft der gut oder läuft der nicht gut? Das muss eine gute Route schon können, muss man ehrlich sein. Und mittlerweile gibt es viele, viele schöne Spinnrouten, die das auf jeden Fall hinbekommen. Ja, die gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt haben wir 2 Tage mit unseren 6 Routen gefischt, haben ein bisschen durchgetauscht. Jeder hat mal mit jeder zumindest eine Zeit lang geangelt. Die eine oder andere kam mehr zum Einsatz, weil man einfach dann gerade irgendwie weit gelaufen ist oder ähnliches. Aber man hat eigentlich relativ schnell ja immer einen Eindruck, was eine Route so, also nach ein paar Würfen weiß man schon direkt, okay, die ist eher gut für dieses oder für jenes. Also das kriegt man eigentlich relativ schnell raus. Wir gehen die mal zusammenfassend ganz kurz durch. Ich fange mal an mit den, wie soll ich das beschreiben, sensibelsten Routen. Das sind nicht die weichsten, sondern die, die am sensibelsten sind für feines Fischen, für kleine Köder, für auch, also ich sage extra auch leichte Köder. Eine davon habe ich am Anfang gleich geangelt, die Chickwhip vom Bullseye. Die hat also ein sehr scharfes Taper nach vorne raus und dadurch eine wirklich sehr sensible Spitze und kann tatsächlich anzeigen, Köder, die mit 7 Gramm Blei ausgestattet sind. Da steht zwar drauf 30 bis 60 Gramm, das ist das Einzige, was ich hier ein bisschen off-topic finde, weil die kann also eine deutlich höhere Range. Sie knickt aber auch nicht ein, wenn man da 20, 25 oder mehr Gramm dranhängt. Also das ist erstaunlicher Blank, der also so wie er zugeschnitten ist, fürs Zanderangeln schon echt. Also da kann man schon fast alles mit abdecken, ne, würde ich sagen. Das ist schon wirklich sehr gut. Bisschen ähnlich, wenn auch kürzer, die hast du ja ein bisschen mehr gefischt, die Diver Arity. Genau. Die ist also in der Spitze ja auch sensibler. Ich würde aber eher sagen, etwas weicher. Ne? Genau, etwas weicher. Die Aktion auch eine andere. Also gar nicht so spitzenbetont, eher in Richtung semi-parabolisch. Und von der Länge her, ich glaube, das sind bei der jetzt 2,40 gewesen. Genau, kürzer auch, 2,40 und hat auch weniger Wurfgewicht, 14 bis, was hat die, 14 bis 42 Gramm, also die ist auch niedriger angegeben. Ne? Ich finde ein schöner Allrounder, mit der man sowohl super gut jiggen kann, aber als auch, was wir jetzt da gemacht haben, weil die Fische einfach so drauf waren, die Köder einfach mal zu leiern, da kann man sich ja auch mal irgendwie einen Wobbler ranhängen. Das
Geht damit auch super. Genau, bei der würde ich auch sagen, Wobblerroute, ja. Leichte Köder. Aber im Vergleich zur Bullseye, also würde ich bei der sagen, also 20, 25 Gramm Bleiköpfe nicht mehr. Da, genau. Da geht es dann irgendwann auf. Das kann die dann nicht mehr unbedingt. So, dann haben wir die Balzer Shirazu Zander. Die habe ich ja gestern auch eine ganze Weile gefischt. Nicht so ein scharfes Taper, dadurch auch eine Semiparabolik. Insgesamt mittelhart, 2,70. Also bei der muss man sagen, da fängt es erst an mit Ködergewichten 14 Gramm aufwärts. Also 10 Gramm spürt man da kaum noch in der Spitze das Entspannen, das Aufkommen des Köders. Die verträgt also ein klein bisschen mehr Gewicht auf jeden Fall. Auch durch die Länge, also je länger Routen sind, desto schwieriger wird das natürlich auch immer zu spüren. Im Vergleich zu der 2,40 ist der Vergleich dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, eine nicht ganz so sensible Route wie die vorigen zwei auf jeden Fall. So, dann die Zec Peak Jig, die hast du eine ganze Weile gefischt, ich aber auch gestern. Genau. Ja, würde ich sagen, eine klassische Route zum Jiggen am Buhnenkopf, wenn man mit Strömung arbeitet und mit etwas schwereren Ködern. Also die fängt an, würde ich sagen, bei 10 Gramm ja. Bleikopfgewichten, macht aber locker Gewichte mit bis 25 Gramm, vielleicht sogar in Richtung 30 Gramm Bleiköpfe, wenn man wirklich bei harter Strömung fischt oder auch mal tief. Das kriegt die auf jeden Fall hin. Dazu ein schöner, schneller Blank, mit der man die Gewichte auch gut anstarten kann. Also die neigt sich auf jeden Fall überhaupt nicht nach. Also vielleicht diese zwei, die Shirazu Zander und die Zec Peak Jig, die sind ja gleich lang und haben etwa das gleiche Wurfgewicht in der Angabe her. Ne? Und die haben auch, finde ich, ein relativ ähnliches Taper, also nicht so ganz scharf nach vorne, nicht so ganz fein die Spitze, aber die Zec Peak Jig ist da deutlich sensibler. Der Blank ist hochmodulierter und das merkt man beim Fischen auch. Bei der ist es so, 10 Gramm Bleiköpfe, absolut fischbar. Das funktioniert gut. Ne? Also da merkt man schon, es ist auch ein Preisunterschied zwischen den Routen, aber da merkt man bei der Peak Jig einfach, dass da ja, der Blank etwas mehr performt. Einfach. Das ist auf jeden Fall, ja. Okay, ja, die vorletzte, ich finde die schickste, aber das ist einfach, weil sie nicht schwarz ist, sondern auch was ganz anderes. Dieses sticht auf jeden Fall raus. Burgunderrot mit schönen Glittereffekten, die Westin Power Tees, also wirklich auch eine spezifische Gummifischroute. Ich würde sagen, das ist die härteste Route aus der ganzen Serie. Die hat zwar nur angegeben 14 bis 49 Gramm, die fängt aber, ja, 14 Gramm ist gut getroffen und da kann man auch locker 20, 25, ich glaube sogar 30 Gramm Bleiköpfe dranhängen, das ist gar kein Problem. Da kann man auch mal einen größeren Gummi mitschmeißen, 16er oder so. Ich würde sagen, die kann man sogar noch zum Hechtangeln nehmen, zum Leichten. Also das ist auch kein Thema. Aber auch hier der Blank ultra hoch moduliert und dadurch performt die auch noch gut in unteren Bereichen. Also 10, 14 Gramm geht. Ist die Untergrenze, geht aber mit der Route auf jeden Fall. Sie ist halt sehr, wie soll ich es beschreiben, also sehr giftig so insgesamt. Ne? Die ja, die ist also wirklich stramm. So, stramm, das ist, was man, ja, genau. Wer das da, das mögen viele ja gern, gerade zum Zanderangeln, wenn man die Anhiebe durchballern muss und so, also da ist die wirklich schön, ne? Obwohl das Wurfgewicht da ja relativ niedrig angegeben ist, also wer da so eine richtige, wer Pfeffer sucht, so eine Route, das ist sie dafür. Ne? Gerade weil sie auch dann nochmal mit 2,50 Meter 20 cm kürzer ist als zum Beispiel die Zec oder die Walzer, ne? Das auf jeden Fall. Wirkt sich auch aus. Genau. Welche Route aber wieder 2,70 hat, ist die Sportex Karat GTS. Sehr schneller Blank, Spitzenaktion, sehr hoch moduliert. Da spürt man wirklich alles. Jeden Steinkontakt, jeden kleinen Zupfer, sobald man Kraut irgendwie am Köder hat, das kriegt man alles mit. Und von Ködergewichten würde ich auch sagen, 7 Gramm geht. Ist aber vielleicht schon etwas leicht, also eher 10 Gramm und aufwärts. Hat auf jeden Fall Kraft. Ich habe gestern einen 16er Sea Shatter mitgeworfen und gejiggt, das ist überhaupt kein Thema. Man muss natürlich dazu sagen, also bis die Diver und die Sportex sind die einzigen Routen, die eigentlich gar nicht so spezifisch zum Jiggen, zum Zanderangeln ausgegeben sind. Ne? Die haben wir uns rausgesucht aus dem Programm, weil es da in dem Programm keine spezifischen Zander-Jig-Routen gibt. Wir haben einen rausgesucht, die dafür also unserer Meinung nach am meisten geeignet ist sozusagen. Und da ist dieser Ultra, also der Blank, der am höchsten moduliert ist von Sportex, dieser T1100, den haben wir ja selbst bei der Barschroute verbaut. Also der
da würde ich sagen, das ist schon der, der da am besten performt, auf jeden Fall in Bezug auf dieses feine Zander-Jig. Ne? Also man muss vielleicht ein klitzekleiner bei der Sportex. Ich glaube, was ihr sehr gut getan hätte, hier hat man hinten also als einzige von allen so einen Spacing-Carbon-Griff hinten drauf gemacht. Der ist natürlich ultra leicht. Ich glaube, ein paar Gramm Kontergewicht hinten drin würden der gut tun. Wir haben allerdings auch sehr, sehr leichte Rollen gefischt, sehr kleine. Bei der Länge, glaube ich, eine 3000er wäre dann schon gut oder 3,5, auch eine 4000er Rolle, dann steht ja die super. Ne? Das ist vielleicht... Genau, aber ansonsten, man fragt sich vielleicht, wie fasst sich das an? Ist das nicht super glatt beim Angeln? Aber man spürt hier wirklich diese Carbonstruktur und man hat überraschend viel Grip, sage ich mal. Ne? Ja, also auch nass, ne? So. Genau, ja, nass ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber das würde ich sowieso, glaube ich, das hat jetzt nicht nur bei der so, wäre ja so 270 Rutenfisch, da würde ich die Rolle mal eine Nummer größer nehmen, 3000 oder auch 4000. Ja. Und bei den kürzeren, das ist ja auch mittlerweile Trend, dass man auf 250, 260, 255 runtergeht beim Jiggen, da kann man dann ruhig auch leichte Ruten fischen, die sind dann durch die Länge einfach insgesamt etwas ja, handlicher so. Ne? Ja. Okay. Das als Kurzvorstellung für den Film. Jetzt habt ihr die Routen mal live gesehen. Natürlich bringen wir das Ganze noch mit viel mehr Infos auch ins Heft. Dann schaut ihr da noch mal rein. Da kriegt jede Route also noch mal alle technischen Details und so weiter von uns notiert. Da könnt ihr das alles in Ruhe nachlesen. Und ich hoffe, dass euch damit eine Entscheidung zum Zanderangeln vielleicht abgenommen wird. Oh-oh. Endlich wieder Zander picken. Endlich. Warte mal, wenn der erste Laser-Tock kommt. Könnte mal einer beißen jetzt. Ungeduldshahn. Dachte, ich bin in Holland, da springen einen die Zander doch in den Schuh. Jedenfalls zieht der ordentlich Wasser weg. Oh. Alter. Oh. Weg hier. Der Fährhafen. Jetzt gibt's die Ultra Wave. Alter, ey. Mann. Das ist ja mal meine Albtraumvorstellung, ne? Ich mit meinem Boot so und dann kommt er hier mit dem Teertanker. Schubverband 6x 110 Meter. Die Black Flame über die Welle. Kann ich, bevor der kommt, schon mal die Reichswaterstraat anrufen. Brauchen gleich Hilfe. Klimaneutraler Transport, glaube ich. Ja, sicher. Guck mal, die Rußwolke da.